Hallo zurück zum Videozyklus Umkehrfunktionen. Mein Name ist David und wir sehen uns heute an, was das Konzept der Umkehrfunktion für dich bedeutet. Wenn du das Einführungsvideo noch nicht gesehen hast, dann würde ich dich bitten, dass du es dir kurz ansiehst. Da werden die wichtigsten Sachen nochmal wiederholt, aber einen ganz kurzen Rückblick schauen wir uns auch hier an. Wir erinnern uns zunächst, was wir gemäß der Definition unter einer Funktion verstehen. Eine Funktion ist für uns eine Zuordnung von einer Menge d nach w und sie muss eindeutig sein. Das heißt, jedem Element x aus der Menge d wird genau ein Element y aus einer Menge w zugeordnet. Das könnte in einem Beispiel wie folgt aussehen. Wir haben hier eine Menge in grün gegeben, das soll die Definitionsmenge unserer Funktion f sein und sie enthält die Elemente 1, 8 und 42. Von dort bilden wir nun in diese rote Menge ab. Das Einzige, was hier jetzt noch fehlt für unsere Funktion, ist eine Vorschrift. Die geben wir hier grafisch an. Wir sehen hier links ins Bild, da sehen wir, 1 ist 9 zugeordnet, 42 3 und der 8er wird auf 4 abgebildet. Die Frage, die uns jetzt beschäftigen soll, ist die, ob wir das rückgängig machen können. Das heißt, ob wir den Weg von W wieder zurück nach D finden. Und das geht hier. Wir sehen es hier rechts im Bild. Den Weg zurück finden wir, indem wir 9 auf 1 abbilden, 3 auf 42 und 4 auf 8. Das war in diesem Fall ganz, ganz einfach und wir beobachten, wir verletzen hier die Definition der Funktion nicht. Wir haben immer noch eine eindeutige Zuordnung, in diesem Fall von w nach d. Wenn wir kurz zusammenfassen, sieht das wie folgt aus. Die Funktion f hat die Definitionsmenge hier in grün und die Wertemenge in rot. Umgekehrt hat die Umkehrfunktion f hoch minus 1 die Definitionsmenge in rot und die Wertemenge in grün. Man könnte sich das auch anhand einer Wertetabelle vorstellen. Die sehen wir hier. Wir haben hier im Prinzip die Zuordnung nur anders notiert. 1 bildet immer noch auf 9 ab, 8 immer noch auf 4 und so weiter. Umgekehrt bildet die Umkehrfunktion f hoch minus 1 9 auf 1 ab und so weiter. Und mit dieser ersten Idee einer Umkehrfunktion sehen wir uns auch gleich ein konkretes Beispiel an. In dieser Aufgabe haben wir wieder zwei Funktionen grafisch gegeben und die Behauptung steht nun im Raum, dass diese beiden Funktionen keine Umkehrfunktion besitzen. Damit keine Missverständnisse entstehen, will ich das noch exakter formulieren. Gemeint ist hier, dass wenn wir eine Funktion der Form f von d nach w haben, wobei d die grüne Menge sein soll und w die rote Menge. Und diese Funktion f bildet Elemente x aus grün auf Elemente y in rot ab. Wir sollen nun zeigen, dass es keine Funktion f hoch minus 1 gibt von w nach d, wo y auf x abgebildet wird, sodass das tatsächlich eine richtige Funktion ist und nicht die Definition verletzt. Wir beginnen mit der Funktion links. Ich nenne sie hier f1 und da können wir sehen, 4 bildet auf 2 ab, also f von 4 wäre 2, die Funktion f1 natürlich, und f1 von 2 wäre ebenfalls 2. Und wenn wir jetzt versuchen, von dieser roten Menge, also von dem 2er in der roten Menge, wieder zurück in die grüne Menge zu finden, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder 4 oder 2. Das würde so eine Funktion von w nach d implizieren. Und das ist aber nicht erlaubt, weil eine Funktion muss immer einen eindeutigen Funktionswert haben. Natürlich auch die Umkehrfunktion. Das heißt, hier kann es keine solche Umkehrfunktion geben, wenn ich nicht Teile von der roten oder grünen Menge einfach wegwerfe. Dann müsste ich mich jetzt entscheiden, ob ich lieber gerne den Zweier drinnen lasse in der grünen Menge oder den Vierer. Im Beispiel rechts, dann nenne ich die Funktion f2 und da haben wir ein anderes Problem. Weil hier sehen wir, in der roten Menge wird ein Element, der Sechser, nämlich nicht getroffen. Das heißt, es gibt kein x in der Menge in grün, so das gilt, dass f2 an der Stelle x gleich 6. Das haben wir hier nicht und aus diesem Grund können wir auch keine Funktion von w nach d definieren, die als Umkehrfunktion tauglich ist. Insgesamt gibt es nur diese zwei Möglichkeiten, wie wir nicht ohne weiteres eine Umkehrfunktion bilden können. Auf der linken Seite haben wir gesehen, da werden Elemente doppelt oder mehrfach getroffen und auf der rechten Seite haben wir gesehen, da wird ein Element nicht getroffen. Und wenn diese beiden Dinge zutreffen, dann müssten wir Teile von Definitions- und Wertemenge wegschmeißen, damit wir eine Umkehrfunktion überhaupt zustande bringen. Und ich glaube, das beste Beispiel hierfür ist die reellwertige Funktion x².
Das, was wir heute gelernt haben, werden wir natürlich noch vertiefen und ich freue mich bereits, wenn du wieder einschaltest. In der Zwischenzeit alles Gute und viel Spaß beim Lernen.